Herzlich willkommen zu Geistreich. Paranormalerforscher Chris und Sonja nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt des Paranormalen. Authentisch und geistreich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Geistreich, dem Geisterjäger-Talk mit der lieben Sonja. Hallo. Und mir, dem Chris. Ja, und heute, wir wechseln uns ja immer mit den Themen ab, ne? Deswegen ist heute die Sonja dran, weil letztes Mal habe ich ein Thema gebracht und jetzt kann sie mal eins bringen. Mal schauen, was mich erwartet. Ja, genau. Also, ich würde heute gerne ein wenig ausführlicher und detaillierter über das Thema EVP mit dir sprechen. Also über das, was wir als Electronic Voice Phenomena bezeichnen, was auf Deutsch quasi Tonbandstimmen dann einfach sind. Und mir geht es da so ein bisschen einmal um die Einordnung, zu welcher Gruppe gehören EVPs. Ja, wie können Pseudo-Anomalien beispielsweise erzeugt werden, wo geht das Phänomen der Aufzeichnung der Tonbandstimmen überhaupt drauf zurück? Also wie lange gibt es das jetzt schon, dass Tonbandstimmen aufgezeichnet werden? Und was ist denn da so der neueste Stand in der Wissenschaft? Das wäre mal so ganz grob umrissen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Detail. Mhm. Genau. Ich würde mal sagen, ich fange mal einfach an mit der Einordnung dieser Phänomene. Das sind Lass mich raten, akustisch. Mhm. Akustische. Nee, tatsächlich ist die Obergruppe noch eine andere. Oh. Und zwar handelt es sich um subjektive physikalische Anomalien. Gut, das kann man auch sagen. So im Großen und Ganzen bedeutet das nichts anderes, als dass es sich um Befunde handelt, die mit den gängigen Paradigmen der Wissenschaft nicht ausreichend geklärt werden können. In die genau gleiche Gruppe befinden sich dann übrigens auch Orbs, Brummtöne, sogenannte Gravitationsanomalien, UFO-Erscheinungen oder Geisterfotos. Mhm. Genau. Natürlich können diese EVP auch relativ einfach als sogenannte Pseudo-Anomalien erzeugt werden. Also das heißt, sie erscheinen dann erstmal als paranormal und dann aber werden sie von einem Fachmann oder von jemandem, der sich da einfach ein bisschen genauer mit auseinandersetzt, dann doch noch in letzter Minute als real oder als nicht paranormal identifiziert. Das berühmteste Beispiel sind wahrscheinlich die Geisterstimmen aus dem Teekessel. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Genau, richtig. War's, glaube ich. Ich glaube, bei den falschen Positiven, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das ist möglich. Genau, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Der Walter von Lukadu fand damals heraus, dass die Feldstärke eines ca. 300 Meter entfernten Sendemastes eines Mittelwellensenders einen metallenen Teekessel auf einem Herd zu einem primitiven Radioempfänger werden ließ. Muss man auch erstmal drauf kommen. Genau. Also, ja, da, ich denke mal, da werden viele Ghostländer dran gescheitert. ja, will ich jetzt hier so nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Aber es zeigt halt einfach an einem recht einfachen Beispiel, wie schnell eben EVPs dann doch gar keine echten EVPs sind. Wobei man dazu jetzt sagen muss, ist das eine EVP? Eine EVP ist ja theoretisch gesehen, weil dafür steht ja das Elektrische, ne? Also sprich, es ist ja eigentlich ein physikalischer, gut, man könnte jetzt sagen, okay, klar, die Wellen sind jetzt da reingegangen, ja, okay, ist das schon irgendwo, könnte man in dem Sinne ja so betrachten, aber es ist ja eigentlich auch ein physische Tonerzeugung in dem Sinne, also. Mhm. Aber eben, deswegen sind ja auch EVPs gar nicht bei Electronic oder sowas eingeordnet, sondern eben bei subjektiven physikalischen Anomalien. Wobei es gibt ja noch die Realstimmen. Der Begriff geht tatsächlich in die physikalische Variante. Ja, weil es gibt ja noch den Unterschied, also einmal die EVP, die man zum Beispiel auf dem Audiogerät oder der Kamera zum Beispiel, was so den Ton aufnimmt und dann elektrisch wiedergegeben wird, also sprich eine Stimme, die man so nicht wahrgenommen hat, aber dann beim Abspielen doch drauf ist. Ich glaube, das beste Equipment-Gegenständchen, was man da erwähnen könnte, wäre das vom Erik, der Realtime-EVP, wo er sozusagen also er nimmt auf,
mit einem Audiogerät. Das gibt im 5- oder 10-Sekunden-Takt, gibt es sozusagen dann das wieder, was aufgenommen wurde. Und demzufolge kann er es dann direkt vor Ort hören, in Abstand von 5 oder 10 Sekunden. Wie gesagt, ich glaube, das kann man einstellen bei ihm. Und da hat man eigentlich so das beste Gerät, wo man eigentlich wirklich auch direkt die EVP an sich, also die Grundidee dieser EVP, dass etwas aufgenommen wird, dass es sozusagen beim Abspeichern zu der Datei oder beziehungsweise zu dem Daten, naja, zu den Daten der Audioaufnahme hinzugefügt wird. Man weiß noch nicht genau, wie das jetzt vonstatten geht, ob es erst beim Abspeichern drauf ist oder ob es halt wirklich elektrisch oder beziehungsweise so in diese Aufnahmespur hineinkommt, auch wenn man es akustisch nicht wahrnimmt. Und deswegen ist es halt so eine Sache, man weiß jetzt nicht genau, wie es entsteht, aber zumindest wenn man es dann abspielt, dann wird man es auf jeden Fall sozusagen mit drauf haben, wenn etwas da war. Und dann gibt es ja wiederum die Stimmen, die man real hört, die aber irgendwo keine Quelle zu haben scheinen. Also zum Beispiel, man ist in einem Raum, es sind zwei Männer anwesend und mit einmal hört man eine weibliche Stimme, die sagt, Hi. Und es ist aber keine Frau anwesend. Ne? Aber man hört es. Also man hat es nicht aufgenommen, sondern man hört es. Genau, Das aber sind ja die diese Realstimmen, die ich aber jetzt von den genau. EVPs mal trennen würde. Ja, aber die werden ja bei uns alle als EVPs Ja, bezeichnet. klar. Also das ist ja sozusagen der Oberbegriff einfach für eine subjektive physikalische Anomalie, Oder einfach für die eine halt einfach bei Tonaufnahme. uns dann genau, also Wir alles, machen jetzt was eine EVP. Klassischer ja, Satz. können wir mal versuchen. Ja, also ich denke halt, natürlich gibt es da ganz feine Abstufungen, ne? Ganz feine Nuancen oder auch halt eben größere Unterschiede, indem man halt einfach sagt, naja gut, wenn man halt etwas direkt hört, dann ist natürlich da die Frage, inwieweit das dann jetzt halt eben tatsächlich mit einer EVP bezeichnet werden kann. Auf der anderen Seite wird ja auch das irgendwie übertragen. Also letztlich spielt ja immer irgendeine physikalische Komponente eine Rolle. Sei es jetzt eben ein Teekessel oder ein Aufnahmegerät. Von daher glaube ich, der Oberbegriff ist halt in dem Fall dann EVP. Ja, ich Ja. glaube, das sind dann einfach die Stimmen, die man irgendwo wahrnimmt. Ja, genau. Also sagen wir mal einfach, bei einer EVP, so wie wir sie jetzt gerade als EVP bezeichnen, handelt es sich eben um sogenannte körperlose Stimmen, die in den allermeisten Fällen vor Ort während einer Untersuchung nicht hörbar sind, sondern halt erst auftauchen, wenn man dann die Auswertung vornimmt. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, die EVP, die später erst auf dem Aufnahmegerät ist, aber vor Ort nicht hörbar war, finde ich wesentlich spannender als wenn man eine Stimme zum Beispiel jetzt vor Ort hört. Weil bei den meisten Locations ist es halt so, dass es entweder ja in Ortschaftsnähe ist, wenn nicht sogar mitten im Ort. Und selten ist man halt nur in Bunkern tief unter der Erde unterwegs. Das heißt, Stimmen können auch so von sonst wo dann herkommen. Ja, also da kann ich natürlich zustimmen. Klar, wenn man EVPs live vor Ort hört, ist letztlich natürlich immer die Gefahr gegeben, dass es vielleicht sich doch um eine Stimme handelt, die einfach durch den Wind oder durch eine andere bauliche Eigenart irgendeines Gebäudes dann zu einem hingetragen wird. Von daher, ja, also letztlich finde ich auch ganz besonders interessant, und das hatten wir ja auch jetzt ein paar Mal schon, dass beispielsweise dann diese EVP, also diese körperlose Stimme, nur mit einem Gerät aufgezeichnet wurde, obwohl sich noch mindestens ein anderes Gerät in unmittelbarer Nähe befand. Das ist aber eine recht spannende Angelegenheit. Weil das ist dann, vor allem wenn es halt vor Ort jetzt zum Beispiel nicht gehört wird, ne? Und es ist dann nur auf einem Gerät drauf. Und Genau. du hast vielleicht in 2, 3 Metern Entfernung die nächste Kamera, die auch eingeschalten ist. Und da ist dann sozusagen, ja, warum ist es auf der einen drauf und auf der anderen nicht? Genau, das ist Ne? die Frage. Also wir hatten es sogar schon so, dass quasi die Kamera lief und das Aufnahmegerät, also ein normales Diktiergerät, lag weniger als einen Meter entfernt. Ja, Hm. weil wir einfach an einer Stelle waren und Ja.
Trotzdem ist diese Stimme nur auf der Kamera zu hören. Das finde ich dann schon auch ein ganz interessantes Phänomen, muss ich sagen. Definitiv. Und das sind also die Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwo auch eine richtig, richtig spannende Aufnahme, vor allem wenn man das dann so gut gegenüberstellen kann. Wenn man sagen kann, hier, das ist die Aufnahme mit und dann danach, das ist die ohne. Genau, Oder ja. umgedreht ist auch nochmal cool. Erzeugt ein bisschen Spannung im Video. Ja, das ist halt, vor allem wenn es halt wirklich so eine Stimme ist, ne, die komplett aus dem Rahmen rausfällt, keiner hört sich auch nur annähernd so an und ja, das ist dann immer ganz spannend. Kinderstimmen haben wir, glaube ich, tatsächlich eher selten. Du hattest mal eine, nicht wahr? Ich hatte Kinderstimmen drauf, genau, Waldlust einmal. Und in einem Sanatorium hatte ich ja so ein Kindersingen drauf sogar. Das war ganz, ganz spannend. Also habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, als ich das erste Mal gehört habe. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, und vielleicht magst du ja von Waldlust und von diesem Sanatorium auch noch mal erzählen. Also, dass du, wie du ausschließen konntest, dass halt eben einfach das eine natürliche Ursache hat. Ja, also zum Beispiel Waldlust. Gut, wer Waldlust nicht kennt, das ist ein verlassenes Hotel im Schwarzwald. Aber ich denke mal, wer unseren Podcast verfolgt, wird den Namen schon öfters mal gehört haben. Da war es so gewesen, das war im vierten Obergeschoss, wo ich auch nur, das war genau, das allererste Mal, wo ich dort war, war das auch. Ich wollte halt so ein paar Aufnahmen vom Gang machen und habe nur dafür meine Spiegelreflexkamera eingeschalten. Und als ich dann wirklich so den Weg entlang ging, diesen Korridor, kam mit einmal so ein ganz, ganz leises, nicht männlich, sondern weiblich, so, also von eher so Mädchen, sage ich mal, kam so ein leises Hallo. Aber wirklich, na, gut, man hört es eigentlich schon ganz gut, also so leise war es jetzt nicht, aber eher so ein bisschen, ich würde sagen, schüchtern in der Hinsicht. Assoziation für mich war, wie als ob jemand so in der Tür drinne steht, weißt du, so und geduckt und sagt so Hallo. Ne? Ein bisschen Schüchternheit. Ja, habe ich natürlich auch erst später festgestellt, als ich dann wieder daheim war. Aber spätere Untersuchungen, also habe ich das natürlich auch getestet, ob zum Beispiel vom Boden her irgendwo Geräusche kommen, wenn ich da langlaufe und so weiter. Von der, man hört ja auch so eine gewisse Nähe, wenn man jetzt kameratechnisch das immer abhört. Und das war halt auch so eine Sache, weil eigentlich ist ja diese Aufnahme einfach nur für die Atmosphäre gewesen. Das heißt, klar, man hört sie sich natürlich in der Analyse mal kurz an, aber dadurch, dass es halt wirklich nur so eine Minute Aufnahme vielleicht ist, hat man da jetzt auch gar nicht so wirklich die Erwartung, dass da großartig was drauf ist. Weil bei so kurzen Takes, da ist es immer schwierig, ne, dass du jetzt genau den Moment erwischst, wo mal was gesagt wird. Und demzufolge, ja, habe ich natürlich jetzt auch nur das einfach so nochmal angehört. Ich dachte mir, okay, einmal musst du es dir anhören. Mit einmal hörst du halt dieses Hallo, wo und es fällt erstmal komplett aus dem Rahmen raus, weil es ist halt wirklich so ein Geräusch, was so überhaupt nicht da reinpasst, zu keinem Schritt, zu keinem Geräusch der Kleidung und so weiter. Und deswegen natürlich dann auch später der Bodentest. Ne? Kann ja sein, dass da irgendwo eine Diele oder sowas ist, die vielleicht ein bisschen quietscht oder sowas oder so ein Geräusch erzeugt. Und ja, aber dadurch, dass ich halt immer wieder da lang gelaufen bin und festgestellt habe, dass halt nichts dieses Geräusch auch nur annähernd irgendwie erzeugen kann, war es dann für mich schon eher eindeutiger, dass es halt wahrscheinlich eine Stimme war. Ist halt ein wichtiger Punkt, denn wir haben uns ja ohnehin alleine natürlich im Gebäude befunden. Das heißt also, es waren einfach keine Kinder da. Und ich weiß nicht, wie spät oder weißt du vielleicht noch, welche Uhrzeit es war, dass man, also dass du dann auch einfach ausschließen konntest, wahrscheinlich, dass sich irgendwie draußen Kinder aufhalten, oder? Das muss schon was mindestens 23 Uhr oder sowas gewesen sein, also dunkel auf jeden Fall. Naja, also genau müsste ich jetzt nochmal die Aufnahme reingucken, wann das jetzt genau gewesen war, aber es war auf jeden Fall schon sehr, sehr spät gewesen, ja. Ja. Und das Sanatorium, was ist da? Also. Zu Waidlust muss ich nochmal ganz kurz dazu sagen, wir haben ja auf der einen Seite von Waidlust auch einen Hügel. Und dadurch, dass es im vierten OG war und es war, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Ach nee, Tatsache, es war sogar zur Stadt zugewendet.
Die Seite, die zur Stadt zugewendet ist, müsste es gewesen sein. Oder? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz mich selbst nochmal in Waldlust aufhalten. Der ist da. Ja, genau. Ja, zur Stadt zugewendet, ja. Aber für dieses Geräusch, also da hätte schon unten wirklich ein Kind rumschreien müssen, aber dann hättest du auch diesen, weil das ist nochmal so ein Unterschied, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in so einem hohen Gebäude drinne bist und von weiter unten würde was kommen, dann müsste natürlich auch eine gewisse Energie in diese Stimme reingelegt werden, damit es bis da oben hin auch hörbar ist. Na, wäre es unten Erdgeschoss, wäre es schon wieder eine ganz, ganz schwierigere Sache gewesen. Aber oben im vierten OG ist es halt schon wieder eine andere Hausnummer auch. Und dann hätte man aber auch das von der Stimmenlage her gehört, ne? Wenn es jetzt sich um einen Schrei zum Beispiel gehandelt hätte. Das ist auch nochmal so ein Unterschied, als wenn jemand so leise Hallo macht. Ist schwierig, das so nach oben zu transportieren dann auch. Ja, ich denke, das kann jeder bestätigen, dass da eine bestimmte Lautstärke dann natürlich vorhanden sein müsste, Ja. um das zu. Was natürlich auch nochmal so ein Effekt mit ist, wo man das immer ganz gut mit ausmachen kann manchmal. Also nicht immer, manchmal nur. Ist, wenn zum Beispiel so ein Raumhall mit dabei ist. Also wenn du merkst, okay, irgendwas im Raum, also ist ja oft ein Unterschied, als wenn etwas von außen nach innen eindringt oder wenn etwas von innen sozusagen sich ausbreitet und dann leicht zurückgeworfen wird von den Wänden. Ist meistens auch nochmal ganz gut hörbar. Ja, das stimmt. Das ist diese, also wir sprechen da gerne von einer besonderen Frequenz tatsächlich, an der man einfach eine solche EVP erkennt. Also du kannst die ganze Zeit kannst du irgendwelche Leute quatschen hören, und trotzdem gibt sich so eine EVP dann mitten drunter ganz klar zu erkennen, weil sie einfach so eine ganz andere Frequenz hat, so eine ganz andere Raumakustik Ja. als die normalen Stimmen. Ja, kann ich Genau. gut bestätigen. Ja, das ist wirklich tatsächlich so. Ja, und das Genau, Sanatorium? das Sanatorium. Das war jetzt mitten im Wald gelegen. Ist auch nochmal dazu zu erwähnen, also ist jetzt nicht Ortsnähe oder irgendwas. Und das war auch so geht zwischen 11 und 12 Uhr. Also Ungefähr, also abends. genau abends. Und ja, auf einmal hört man auf einer Aufnahme, die mitten im Sanatorium drinne steht, wie so ein Singen von Kindern. Und aber auch nur ganz kurz, das ist jetzt nichts Längeres gewesen. Das ist wirklich nur so eine ganz kurzer Fetzen. Du hörst die Melodie dahinter und du hörst diese Kinderstimmen. Und da ist es natürlich auch wieder theoretisch gesehen, könnte das natürlich dann irgendwo von außen her reinkommen, ne? Wenn jetzt irgendwo was in der Nähe wäre. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass halt mitten in dieser Nacht da Kinder im Wald rumsingen. Gut, kann man natürlich nicht ausschließen, logisch, ne? Man weiß nie, was die Menschen so alles treiben. Ja, das Nachtwanderung, keine Ahnung. stimmt. Aber gut, wenn natürlich irgendwo jetzt in der Nähe von dem Sanatorium jetzt durchaus Kinder unterwegs waren, weil wir sind, das waren insgesamt zwei Locations, wir sind auch zwischen den Locations hin und her gewechselt, wo auch nochmal so ein paar Meter durch den Wald vonnöten waren. Spätestens da hätte man dann auch mitbekommen, dass irgendwo Kinder unterwegs gewesen wären, wenn die da so lautstark gesungen hätten, dass es bis ins Sanatorium reinhallen kann. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ja, es war nicht direkt im Raum. Es kam von irgendwo außerhalb. Ist halt schwierig, weil es klingt schon danach, als ob es im Sanatorium noch gewesen wäre. Aber das kann natürlich dadurch, dass das Sanatorium natürlich fensterlos war, so wie die meisten Sanatorien so dastehen, ist es natürlich dann schwierig zu beurteilen, okay, war das jetzt wirklich im Sanatorium oder kam es doch von außerhalb? Ja, klar, wobei ich ja schon glaube, dass wir ja in der Regel Stimmen oder Geräusche vor Ort auch dokumentieren. Definitiv, genau. Ja, also wenn wir da vor Ort dann irgendwas gehört hätten, glaube ich, hättest du natürlich gesagt, ich höre Kinderstimmen oder Richtig, beziehungsweise dann wäre es auch irgendwo direkt bei sind der, Kinder. genau, dann wäre es auch direkt bei der Auswertung schon rausgeflogen. Ja, genau. Also das muss man einfach auch nochmal dann dazu sagen, dass wir natürlich auch so gut es geht versuchen, uns da zu kontrollieren. Und es deshalb auch so wichtig ist, tatsächlich während
einer Untersuchung halt eben alle möglichen Dinge zu dokumentieren. Ja, weil sich so ein knurrender Bauch zum Beispiel, der kann sich, wenn es blöd läuft, auch nach so einer Pseudoanomalie dann anhören. Genau, richtig. Unter anderem, da gibt es ja 100 Möglichkeiten, ne? Sei es ein Reißverschluss oder halt sowieso so raschelnde Klamotten. Genau, ich glaube, da sind wir beinahe schon bei den, ja, wir hatten es ja schon mal, falsch und positiv. Ja, genau, Wodurch ja. natürlich gerade EVPs ist natürlich sehr anfällig dafür. Ja. Weil oft siehst du es nicht, die Quelle. Ne? Du hast halt meistens nur einen Blickwinkel, wenn es die Kamera ist. Auf dem Diktiergerät noch ganz, ganz, ganz schwierige Nummer. Weil du hast dann, wenn du nur ein Diktiergerät in den Raum legst und keine Videodokumentation darüber hast, dann bist du wirklich auf dein Gehör und auf deinen Gedankensinn spezialisiert oder beziehungsweise aus, das muss darauf ausgerichtet sein, dass du dann wirklich auch weißt, ja, dieses Geräusch ist jetzt irgendwo real entstanden. Ne? Du musst da gut mitdenken, du musst alle Eventualitäten abchecken. Und sobald du da nämlich irgendwas vergisst, hast du eine EVP. Ja, so Na, ist zum es. Beispiel das Jackenrascheln, ganz klassisch, Hosen, der Stoff, der aneinander reibt. Oder auch Schritte. Ne? Schritte oder wenn man den Fuß, es reicht schon, das Gewicht manchmal zu verlagern, je nach Untergrund. Ja. Oder ja, wenn es ein bisschen knirschender Untergrund ist, ne? So Staub zum Beispiel auf irgendwelchen Betonböden. Ganz klassisch. Du brauchst nur den Fuß leicht zu bewegen und schon hast du da drauf und das kann im Audiogerät schon wieder eine EVP werden. Also für uns Ja. augenscheinlich eine EVP, Ja, doch, was doch, natürlich dann durchaus. letztlich keine ist, weil es einfach ein reales Geräusch ist. Genau, da ist das Stichwort die akustische Pareidolie. Genau. Die gibt es also halt natürlich nicht nur, wenn man einfach Dinge zu erkennen glaubt, beispielsweise in Bäumen oder in Wolken oder in dunklen Ecken, sondern die gibt es eben auch beim Gehör. Und das ist dann so quasi eine Geräuschinterpretation aus einem Zufallsmuster heraus. Und das passiert natürlich relativ häufig, muss man auch mal sagen. Ja, also weil so ein bisschen ist ja auch manchmal der Wunsch Vater des Gedanken. Und natürlich freut man sich, wenn man irgendeine Aufnahme hat, die sich mal auf den ersten Blick paranormal, sagen wir mal, jetzt anfühlt oder anhört. Und dann glaube ich, ist halt eben diese Möglichkeit, da doch mehr rein zu interpretieren, als es eigentlich ist, durchaus gegeben. Das stimmt. Aber hier kommt natürlich wieder, hier muss ich sagen, kommt so die eigene Professionalität wieder zum Tragen. Weil wenn du einfach jemand bist, der professionell arbeitet und dann überprüfst du trotzdem, obwohl du euphorisch dich freust, dass du da was drauf hast, überprüfst du es trotzdem und musst natürlich auch selbstkritisch rangehen. Na, ist das, was ich jetzt gehört habe, wirklich eine Stimme oder könnte es auch was anderes sein? Und da, wie gesagt, deswegen sage ich auch die Professionalität eines jeden, weil wenn es nichts ist, na, so schön es sich auch anhört, muss man einfach sagen, es ist nichts. Ja, Und da gehört frustrierend. natürlich dann schon manchmal ein bisschen Überwindung dazu, wenn man sich halt wirklich vorher richtig gefreut hat, dass man was hat. Ja, klar. Also frustrierenderweise haben wir auch relativ häufig EVPs, die einfach nicht verständlich sind. Also man hört ganz klar, das ist keine reelle Stimme, das ist nichts, was irgendwie vor Ort gewesen ist. Also du hörst es einfach ganz klar an dieser besonderen Frequenz, aber du verstehst halt nicht auch nur ansatzweise, was da gesagt wird, ja. Das ist natürlich am frustrierendsten, weil im Zweifelsfall dann natürlich einfach diese EVP auch nicht in die Auswertung als Ergebnis hineingehört. Ja gut, bei mir mache ich es zum Beispiel anders, weil ich habe auch relativ oft welche dann, die nicht verständlich sind. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich versuche auch nicht zwanghaft irgendwas hinein zu interpretieren. Weil ich sage mir, okay, sobald ich mir zu viele Gedanken darüber mache, spinne ich meine eigenen Gedanken da hinein. Und deswegen, ich höre es mir ein paar Mal an und versuche da wirklich immer wieder aufs Neue neutral zu hören und versuche auch wirklich so diese einzelnen Buchstaben herauszuhören. Ne? Könnte das jetzt ein A gewesen sein? Könnte das ein L gewesen sein? Und so weiter, ne? In die Richtung. Und dann gucke ich einfach
was aus diesen Buchstaben dann am Ende für ein Wort wird. Also ich habe da mittlerweile so im Kopf meine ganz, ganz eigene Technik, was das angeht. Ah ja, spannend. Und deswegen ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt eine EVP gibst, zum Beispiel, oder eine Audioaufnahme gibst und sagst, hier, guck mal, ich höre da jetzt Schuss drauf. Na? Ich höre mir das an, blende aber dieses, dass du mir gesagt hast, diese Schuss aus und versuche trotzdem die Buchstaben zu hören. Ah ja, Das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch ganz, ganz oft dann sage, du, ich höre da was anderes. Na, weil ich sozusagen für mich das, was ich meine oder vermeintlich weiß, erstmal komplett ausblende und mich wirklich einfach auf diese Laute selbst mittlerweile konzentrieren kann. Und deswegen, wenn man meine Videos anguckt, dann wird man, also entweder man sieht männliche Stimme, eventuell EVP, und entweder unverständlich. Das ist, wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht einen Sinn hineinbringen kann. Oder was auch ganz, ganz häufig ist, wenn es zum Beispiel auf irgendwas endet oder anfängt. Na, wenn so, na, dann würde ich Punkt, Punkt, Punkt schreiben, so wie ich es verstehe. Aber das war's. Den Anfang verstehe ich nicht, also von daher ungewiss. Und da kann sich jeder, der das dann anhört, sich sein eigenes Bild davon machen, aber ich kann halt nicht nähere Informationen dazu geben. Wir kennen alle dieses Agathe Bauer oder Stille Post Ja. Phänomen. Wenn man halt eben eine Vorgabe bekommt, dann ist es sehr einfach, das dann auch zu hören. Ja, das ist halt, aber ich meine, gut, ich finde generell EVPs eigentlich doch relativ selten, vor allem wenn man halt wirklich sehr, sehr genau arbeitet und wirklich auch alles Mögliche an natürlichen Faktoren ausschließt. Ja, also dann merkt man einfach schon, dass halt EVP kein Phänomen ist, was halt wirklich dauerhaft eintritt. Muss man halt einfach so sagen. Weil leider gibt es halt schon ab und zu mal diese, ja, die Annahme, ja, ich stelle jetzt eine Frage und kriege darauf eine Antwort. Ja, das wäre ja auch schön. Schön wär's, ja. Also würd ich mich richtig freuen. Aber ich glaube, dann hätten wir die Geister auch schon längst nachgewiesen, wenn es so einfach wäre. Ja, wenn es so einfach wäre, ja, gäbe es da auch sicher dafür wieder schon wieder eine Erklärung. Aber grundsätzlich, ja, wäre es natürlich total toll, aber tatsächlich treten ja EVPs, also ich sag mal, relativ häufig nicht dann auf, wenn man irgendwie gezielt danach fragt, sondern mittendrin. Genau. Ja, das macht es ja dann auch nochmal so ein bisschen schwierig in der Identifikation und in der Zuordnung, dass halt die EVP dann manchmal einfach beispielsweise im Anschluss an einen Satz von jemandem auftaucht oder teilweise sogar unter dem Gesprochenen von jemandem. Und Und was meinst du, leider was relativ selten als direkte, klar zuordnerbare Antwort. Ja. Und was meinst du, woran könnte das jetzt liegen? Ich meine, wir haben ja öfters mal, also diese Videos, die du gerade beschrieben hast, ne? Dieses Phänomen, du fragst etwas, du lässt extra ein bisschen Zeit, ne? Und dann kommt nichts. Aber dann, wenn du mitten im Reden bist, oder wenn auch zum Beispiel gar nichts passiert, ne? Wenn weder eine Frage, wenn im Aufbau vielleicht oder Abbau, mit einmal ist was drauf. Was meinst du, woran das liegt? Da gibt es natürlich, ich glaube, viele Theorien. Meine, glaube ich, ist einfach, dass es vielleicht tatsächlich auch mal länger dauert, bis eine Frage wirklich durchdringt oder bis halt eben die gesucht oder angesprochene Person wirklich in den Vordergrund tritt, um die Antwort zu geben. So könnte ich mir das vorstellen. Möglich wäre ja natürlich auch, dass einfach das gar keine echte Wesenheit ist, sondern nur eine Erinnerung, die gespeichert wurde. Wir hatten gerade jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende hatten wir eine Untersuchung im Odenwald. Da war ich mit der Sunny in der Gotthardsruine. Und wir haben auch dort wieder die Spiritbox eingesetzt. Ich weiß, für dich ist das so eine Persona non grata, die Spiritbox, nicht die Sunny. Aber wir haben einmal mehr festgestellt, etwas recht Interessantes, nämlich, dass auf meine Fragen, also ich habe immer nur eine Frage quasi gestellt. Immer nur, wie heißen Sie? Nennen Sie mir doch Ihren Namen. Da kam nie eine Antwort. Was aber kam, waren relativ viele kirchliche Begriffe.
Also Abschied, Rosen, Kreuz, Böse, sodass wir uns da, also vor allen Dingen Sunny, auch diese Frage initiiert hat jetzt, mit was wir es eigentlich zu tun haben, ob wir es nicht auch manchmal einfach nur mit Erinnerungen, also mit gespeicherten Erinnerungen zu tun haben, die dann vielleicht abgerufen werden oder die dann vielleicht von uns oder durch uns getriggert werden und dann eben auf so einer Aufnahme wieder hörbar werden können. Aber natürlich kann eine Erinnerung keine Fragen beantworten, sondern die gibt einfach nur das wieder, was da gespeichert wurde. Das ist auch eine Theorie. Ja. Wie ist deine Theorie? Meine, dass du jetzt auch noch fragst. Ja, meine Theorie. Zum einen auch diese Zeitverzögerung, dass halt manche Antworten doch wesentlich länger brauchen, um sozusagen zu uns durchzudringen. Oder vielleicht stellt auch unsere Frage zu ihnen durchzudringen, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand da. Ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen, woran es jetzt genau liegt. Wäre aber zumindest auch eine meiner Theorien. Was auch ganz häufig ist für mich, ist, dass vielleicht dass wir sozusagen, ja, das könnte man schon fast wieder Parallelwelt sagen, aber ich sag mal, dass wir so nebeneinander daherleben und vielleicht auch manchmal, weil öfters mal auch Fetzen ankommen, die so zu nichts wirklich passend zu scheinen. Also, dass wir, als ob irgendwo auf der anderen Seite ein Gespräch geführt wird und nur mal ganz kurz sich so eine kleine Wolkenlücke auftut und der Strahl durchgeht und da dieser Fetzen dann, der gesprochen wurde, sozusagen zu uns durchdringt. Weswegen vielleicht auch manchmal nur die halben Wörter oder sowas da ankommen. Das wäre so, ja, meine zwei Sachen dazu. Ja. Halte ich auch für sehr plausibel. Also plausibel natürlich im Zusammenhang mit Dingen, die erstmal nicht plausibel sind. Genau. Gut, man kann es natürlich auch nicht verallgemeinern, weil es gibt auch manchmal EVPs, die relativ schnell kommen. Auch das selbstverständlich, auch das gibt es. Und es gibt auch EVPs, die dann sehr gut plötzlich in die Situation auch passen. Ja, oder halt eben sich dann auch doch mal auf eine Frage beziehen oder auf die vorherige Frage beziehen. Natürlich kann das auch sein, ja. Wobei es natürlich blöd ist, ne, wenn dann mit einmal so ein Ja auf eine Frage kommt, und du weißt jetzt nicht, zu welcher Frage dieses Ja gehört. Ja, allerdings. Allerdings. Aber das ist ja auch wirklich eher selten tatsächlich, dass so auf Fragen dann oder dass mehrere Fragen dann so in so einer Staccato-Form hintereinander gestellt werden. Ja gut, ich Das ist meine, so ja. ein Ja, auf ein Ja kann man natürlich relativ schnell antworten, ne? Ja. Allein schon die Frage, ne, ganz am Anfang meistens so, ist es okay, dass wir hier sind oder sollen wir den Ort verlassen? Ne, da hast du jetzt zwei Sachen, wo du mit Ja antworten könntest und irgendwann kommt mal ein Ja. Ist halt, ja. Aber gut, das ist halt noch die Schwierigkeit. Wir wissen es noch nicht genau. Vielleicht irgendwann. Ja. Vielleicht haben wir dann so einen Timecode, weißt du, dass wir wissen, okay, die Antwort dieser Frage dauert jetzt 25 Sekunden. Ja, das wäre ja sehr wünschenswert. Ja, da würden wir alle mit einer Stoppuhr sitzen. Ja, also ich glaube schon, dass das manchmal einfach dann zu schnell wieder weitergemacht wird. Ja. Ich glaube schon, dass es vielleicht so ein bisschen vorstellbar für mich jetzt, als wäre das so ein Nebel, durch den diese Frage erstmal dringen muss. Und dann muss ja irgendwie auch die Antwort wieder durch diesen Nebel, mal ganz davon abgesehen, dass es auch noch einen Ansprechpartner braucht, ja. Also ich glaube halt, vielleicht sind wir da auch manchmal einfach zu ungeduldig Ja und gut, zu schnell. ja, das gute Ding ist halt natürlich, man muss sich das jetzt, also für die Zuschauer, die jetzt noch nie bei sowas dabei waren, man muss sich das ungefähr so vorstellen, ich sag mal Pi mal Daumen, du stellst eine Frage und wartest zum Beispiel 10 Sekunden. Ne? Also 10 Sekunden komplett Ruhe und dann stellst du die nächste Frage. Ist halt jetzt so ein Zeitraum, wo wir sagen, okay, wir lassen jetzt sozusagen unseren Gegenübern Zeit, auf die Frage zu antworten. Ja, manchmal ist man natürlich ein bisschen ungeduldig und dann kommt schon nach 5 Sekunden die nächste Frage. Vor allem, wenn man in einer größeren Menge unterwegs ist, weil dann möchte man natürlich die Frage, seine Frage, die man gerade im Kopf hat, stellen, bevor der nächste seine Frage äußert. Das ist dann, wenn es ein bisschen unkoordinierter ist. Aber das ist natürlich jetzt so die Ungewissheit, ne? Reichen die 10 Sekunden aus? Vielleicht sind es ja auch 30, 50 Vielleicht Sekunden ja. oder 120 Sekunden, keine Ahnung. Ja, Wissen wir ja genau. nicht. Ja, wir wissen es Und nicht.
Ja, theoretisch gesehen müsstest du jetzt auf eine Location gehen, eine Frage stellen und dann einen Timer starten und dann irgendwann mal am nächsten Morgen holst du die Kamera ab und guckst mal, wann die Antwort kam. Wenn überhaupt. Ich glaube, dieses überhaupt ist halt das Problem bei der ganzen Nummer. Tja, schwierig. Ghost Hunting ist schwierig. Ja, und manchmal eben auch recht zäh und manchmal tatsächlich auch ein bisschen langweilig, ne? Ja, Kann man schon naja, mal so sagen, wenn man es dann ist. da 3 Stunden irgendwo hockt und Fragen stellt und denkt, Also aus für den alle Leute, Spesen die nichts unbedingt mal gewesen. bei so einer Untersuchung dabei sein wollen, ne, weil, boah, geil, ich will auch mal sowas erleben. Ja, Leute, ihr sitzt überwiegend im Dunkeln, ne? Ihr sitzt da, ihr macht nichts weiter. Ihr sitzt einfach nur da und stellt irgendwelche Fragen. Genau, das erstaunt ja dann auch gerne mal irgendwelche TV-Teams oder so, die uns begleiten, die Genau. da offensichtlich ganz eigene Vorstellungen haben, was da so passiert und dann doch recht verwundert sind, Ja. dass sich das Ganze als ein mehr oder weniger bequemes Rumchillen entpuppt, bei dem man dann halt eben hoffentlich die richtigen Fragen stellt und wenn man Glück hat, auch noch die ein oder andere Antwort erhält. Genau. Ja, also apropos Antwort, diese Tonbandstimmen. Die wurden ja tatsächlich schon 1959 das erste Mal aufgezeichnet von Gute Überleitung. Friedrich Jürgenson. Gell? Würde ich das auch noch mal schnell unterbringen, weißt Ja, das dachte ich mir schon jetzt. Ja, und es gab dann auch im weiteren Verlauf, gab es 1964 und 70 wissenschaftliche Untersuchungen, die die Existenz dieses Phänomens bestätigt haben, die allerdings dann nicht weitergeführt worden sind, weil sie den strengen Anforderungen der Analyseverfahren nicht genügten. Das heißt also, unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen ist bisher oder gibt es bisher keine Bestätigung für dieses Phänomen. Und tatsächlich ist die neuere Wissenschaft da auch gar nicht so wirklich, ich sag mal, umfangreich involviert, sondern unter den deutschen Wissenschaftlern, unter den deutschen Parapsychologen ist die Meinung eher die, dass Tonbandstimmen zu den Phänomenen gehören, bei denen immer die menschliche Psyche involviert ist. Das, glaube ich, ist besonders, was halt eben die Auswertung mancher Tonbandstimmen angeht, sicherlich richtig. Aber natürlich erklärt es jetzt beispielsweise nicht, das Kinderlachen oder den Kinderchor oder halt eben eine andere EVP, die einfach nichts mit irgendeiner Situation direkt zu tun hat, sondern die halt einfach auftaucht. Zum Moment, Ja. jetzt muss ich erstmal an mein Kind in mir erinnern, ne? Ja, mach mal. Vielleicht hat das ja auch irgendwas mitzureden oder so. Ja, wer weiß. Ja. Das mag vielleicht durchaus sein. Du meinst, dass du dann Aber quasi. wenn, also wenn wir das so vielseitig wiedergeben können, dann ja, muss ich dann doch irgendwie mit Ghost Hunting dann aufhören, weil ich feststelle, dass es doch irgendwie alles ich bin. Dann wird es auch creepy langsam. Also ja, also ich glaube, man kann einfach da tatsächlich zusammenfassend sagen, es gibt keine wirklichen neueren Forschungen auf diesem Gebiet. Vielleicht hat man einfach ein bisschen vorschnell da gesagt, naja, gibt es eh nicht oder ist halt Interpretationssache, was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich glaube, wir haben durchaus die eine oder andere Aufnahme, die man auch unter einem wissenschaftlichen Setting mal präsentieren könnte. Ja gut, ich meine, was nicht ist, kann auch werden, ne? Ja, das ist richtig, ganz klar. Ja, würde ich sogar natürlich begrüßen, wenn in der Richtung auch noch mal Ja, definitiv, also. weitere Forschungen einfach stattfinden, weil es nun mal ein Phänomen ist, das beim Ghost Hunting ja eine doch sehr zentrale Rolle spielt. Es ist ja prinzipiell eine der wirklich ja eher bescheidenen Möglichkeiten der Kommunikation mit der anderen Seite. Richtig. Genau. Ja, das ist halt, es ist halt ein weites Feld, ne? Es ist ein kompletter Themenbereich, den es abdeckt. Bei EVPs ist es halt wirklich ein komplettes Feld für sich. Das ist wie ein Geisterfoto, weißt du, so von der Kategorie her, was ich jetzt einordnen würde beim Ghost Hunting. Weil ich sage immer, es gibt die akustischen Phänomene, die visuellen Phänomene. Ja, das ist halt rein komplett akustisch, ne? Es bietet das ganze Spektrum davon.
Und ja, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erzeugen, ne? Also beziehungsweise du kannst es über Spiritbox zum Beispiel, du kannst es halt über normale Diktiergeräte, über die Kamera, die Audio hat. Man muss natürlich auch immer die Qualität der verschiedenen Aufnahmemedien sozusagen auch mit berücksichtigen. Gibt welche, die ein gutes Rauschen haben, es gibt welche, die kein Rauschen haben und so weiter. Die Qualität ist unterschiedlich, die Aufnahme Kapazitäten und so weiter. Und ich glaube, spektakulär war damals ja auch, was der Pasi aufgenommen hat, in der Rückkopplung drinne. Ja, das stimmt. Was Also, war das denn noch? das war ein Hilf mir. Ah ja, genau. Genau, so eine Und weibliche Stimme. wie hat er das nochmal aufgenommen? Erklär doch bitte nochmal. Also es war so gewesen, er hat halt mit einem Lautsprecher, genau, er hat so einen Lautsprecher dabei gehabt, der hat sich auf Bahngleise gesetzt, wo sozusagen eine junge Frau sich umgebracht hatte, aus Leben genommen. Und dort hat er sich hingesetzt und hat halt versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und sein Audiogerät und dieser Lautsprecher, die kamen zu nah aneinander und dadurch gab es eine Rückkopplung. Und in dieser Rückkopplung, nur dieser kurze Moment der Rückkopplung, hört man ein sehr, sehr klares Hilf mir. Wow. Wo ich das gehört habe, da wirklich so Gänsehaut pur. Also das ist halt, du hörst diese Verzweiflung in der Stimme, du hörst diese weibliche Stimme. Und vor allem er hat auch diesen Gegentest gemacht. Er hat das einem Bekannten vorgespielt, der sie kannte. Er wusste aber nicht, was er gemacht hat. Er hat es einfach nur dort abgespielt. Und hatte dann die Stimme auch wirklich tatsächlich im ersten Moment auch direkt erkannt. Hat doch gesagt, hier, das ist doch die da, ne? Also er hat sie wirklich erkannt. Und also sprich, selbst die Stimmlage scheint da komplett gleich gewesen zu sein. Wow. Und ja, das ist halt wirklich das Phänomen, das halt wirklich genau in dieser Rückkopplung entstanden ist. Das ist echt krass. Also auch da würde mich mal die Stellungnahme von einem Physiker interessieren, ja, wie der das, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass es doch einen physikalischen Hintergrund hat, der wie auch immer geartet ist, weil der Lautsprecher in Wirklichkeit ein Teekessel ist und irgendwie so, weißt du, also vielleicht gibt es eine physikalische Ja, Erklärung, man weiß es nicht, klar. für die jetzt meine Physikkenntnisse auf keinen Fall ausreichen. Das würde mich schon mal interessieren. Das ist eine Ja. krasse Aufnahme, ja. Ja, definitiv. Also jeden, der es interessiert, der kann gerne bei mir auf dem PE-Chris-Kanal vorbeischauen bei YouTube unter den Ergebnissen. Oder was? Ich muss gerade überlegen, ich glaube, es war bei dem, wenn er auf Playlist geht, Ergebnischeck. Aber ich kann auch das Video, den Link und so in die Shownotes unten mit reinpacken, ist kein Problem. Füge ich alles mit hinzu. Ja, du, das Und da mach doch können, mal. genau, Ja. mache ich das einfach mal. Und ja, da könnt ihr es euch gerne mal anhören, wenn ihr darauf Lust habt. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal reinhören, weil das ist natürlich schon, also vor allen Dingen, wenn es dann einfach noch einen Zeugen gibt, der im Prinzip bestätigt, dass es sogar die Stimme des oder der Verstorbenen ist, dann hat es irgendwie ja noch mal ein anderes Level, ne? Genau, ja. Schon krass, ja. Ja, eben, also da würde mich dann auch mal der Hintergrund tatsächlich interessieren. Und leider aber gibt es so in den einschlägigen wissenschaftlichen Büchern, ich arbeite ja immer mit dem Handbuch der wissenschaftlichen Anomalistik, da gibt es leider keine weiterführenden Versuche in Richtung Tonbandstimmen in der neueren Zeit offensichtlich. Ich weiß nicht, woran genau das liegt, aber vielleicht können wir das ja auch mal irgendwann direkt mit den betroffenen Wissenschaftlern dann klären. Genau. Ja. Wenn man es mal sehen soll, Leute, woran liegt's? Genau. Jetzt steht uns Rede und Antwort. Ich weiß gar nicht, wir hatten auch schon recht viele sehr deutliche EVPs. Also bei uns so in dem Ghost Hunter Jargon werden die gerne als Klasse A EVPs bezeichnet. Was eine Klasse A EVP ausmacht, ist also, dass sie einfach sehr laut, sehr glockenklar verständlich ist. Und natürlich gelten die übrigen Kriterien, also alle Ausschlusskriterien trotzdem. Ist ja logisch. Ich weiß nicht, wie viele Klasse A EVPs hast du?
bisher aufgenommen oder von denen du sagen würdest, Also das Art? mittlerweile habe ich eigentlich dieses Kategoriesystem bei mir komplett verbannt. Ah, interessant. Weil ich habe festgestellt, egal wie deutlich sie ist, es gibt immer Menschen, die es nicht verstehen. Das stimmt. Und deswegen sage ich mir, okay, kann ich noch etwas als Klasse A EVP interpretieren, wenn es dann immer jemanden oder einige Leute gibt, die sagen, nee, ich höre da trotzdem was anderes? Ja, gute Überlegung. Das stimmt, das hat ja auch tatsächlich mit dem individuellen Gehör einfach zu Genau tun, richtig. Das ne? ist natürlich Also, das nächste Problem. ja. Jeder Mensch hört unterschiedlich. Ja. Das heißt, was du als Klasse A klassifizierst, muss für Person B noch lange nicht mal B sein. Also ne, Kategorie B, warum? Wohlgemerkt. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich an regelrechte Streitgespräche während Auswertungen, Genau. weil halt eben dann irgendjemand gesagt hat, das heißt aber jetzt ja wohl ganz klar dies und das. Und wie kannst du sagen, dass das was anderes heißt? Das hört man doch ganz eindeutig, bis Und man was, dann schon selber denkt. und was mir halt auch noch aufgefallen ist, ist halt, dass halt dieser Wort auch, dieses Wort Klasse A EVP sehr inflationär mittlerweile benutzt wird. Also es gibt Teams, die halt wirklich, sobald eine EVP etwas lauter ist, schon als Klasse A bezeichnen. Okay. Du versprichst dir vor allem davon, oh, jetzt kommt wirklich eine gute EVP. Du hörst es dir an und denkst, was ist denn das für eine Scheiße? Also, das, ja, also, Ich sehe schon, der Begriff gehört ausgemustert. ja, es ist, also, die Erfahrung der letzten Jahre hat mir echt gezeigt, also, ich kann mit dem mittlerweile echt nichts mehr so viel anfangen. Vor allem, wie gesagt, es wird so oft damit geworben irgendwo und du versprichst dir echt so viel davon dann. Und am Ende ist es einfach nichts. Ne? Das ist dann doch nur das laute Jackenrascheln. Was komischerweise nur du als Zuhörer dann erkennst. Ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es ist einfach, das Thema ist ein so weites Feld, allein dadurch, dass eben jedes Gehör unterschiedlich funktioniert oder aufgebaut ist. Und dass einfach tatsächlich diese ganz glockenklaren EVPs natürlich auch sehr selten sind. Ja, das ist leider so, ja. 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 Naja. Von meiner Seite aus wäre damit der Ausflug in die Welt der elektronischen Stimmenphänomene beendet. Okay, ja, von meiner Seite auch. Ja, wunderbares Thema. Auf jeden Fall. Schön, dass wir nochmal genauer drauf eingehen. Wir hatten es ja schon öfters mal ein bisschen mit angedeutet, mit angerissen. Genau. Und ja, es war immer ganz gut, nochmal explizit auf Themen einzugehen, weil da können viele Sachen gesagt werden, die einfach so noch gar nicht gefallen sind. Und ja, es ergibt auch vielleicht nochmal eine ganz gute Ergänzung, zum Beispiel, wie schon öfters erwähnt, jetzt zu unserem Podcast-Teil mit dem falschen Positiven. Da war es auf jeden Fall eine gute Ergänzung auch mit. Ja. Und ja, jetzt muss ich aber noch mal so ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten, die uns immer wieder verfolgen hier. Und einerseits möchte ich mich natürlich bedanken für die netten Kommentare auf meinem YouTube-Kanal. Da sind dann doch öfters mal sehr schön und nette Kommentare mit unten drunter über unseren Podcast. Und freut uns natürlich sehr, dass der so gut bei euch ankommt. Und erst viele ergänzende Kommentare haben auch mit dabei. Freut mich immer oder viele Gedankenanstöße. Bei Spotify und Amazon und so weiter, bei den Bewertungen sieht es ein bisschen anders aus. Bei Spotify zum Beispiel, da dauert es, bis man sozusagen ein gewisses Pensum an Bewertungen haben, damit die überhaupt sichtbar sind. Also selbst für uns sind die so noch gar nicht einsehbar. Von daher, wenn ihr dann eine Bewertung machen wollt, dann schreibt sie gerne mit rein. In der Hoffnung, dass sie bald sichtbar sind. Vielleicht sind sie ja mittlerweile auch sichtbar, kann auch sein. Wir nehmen ja schon weit im Voraus auf. Von daher können wir natürlich dann auch auf aktuelle Vorschläge und sowas nicht direkt eingehen. Das dauert immer ein bisschen. Das stimmt, ja. Ja, Aber sie und sind nicht vergessen. nee, definitiv nicht. Ja, alles andere also besprechen wir natürlich dann auch untereinander und so weiter. Und ja, hoffen wir auch mal, dass wir bald mal ein paar Gäste haben können und so weiter. Alles in Planung und ja, Sonja, dann freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal wieder. Ich auch. Und wie gesagt, die Links packe ich unten noch mit rein. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast nächste Woche wieder. Wie immer, Donnerstag 12 Uhr. Euer Team von Geistreich. Ciao. Tschüss.